So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meiner Kochsendung Sören einfach anders. Und heute machen wir gemeinsam das perfekte Rinderfilet und dafür brauchen wir folgende Zutaten. So, für das perfekte Rinderfilet brauchen wir natürlich auch das perfekte Fleisch. Und hier haben wir ein Filet von der Ferse. Die Ferse ist ein weibliches Rind, was gerade erst mal 2 Jahre alt ist und noch keine Kälber bekommen hat. Das verarbeite ich persönlich am liebsten. Natürlich deutsches Produkt, ein regionales Produkt habe ich hier gewählt. Aus dem Simmentaler Land ist das. Und dieses Filet geben wir jetzt in den Ofen, das ist schon vorpariert. Dieses Stück bei 100 Grad Umluft und ich schiebe das Filet roh in den Ofen. Weil in der Zeit, wie das dann im Ofen braucht, können wir uns noch eine schöne Beilage machen. Das Rinderfilet gebe ich jetzt in den Ofen auf ein Gitter. Ungefähr braucht dann das Filet 25 Minuten, bis das ganze Filet dann gar ist und auch schön saftig. Dann ist es perfekt medium. Medium ist es ungefähr, wenn es 54 Grad im Kern hat. Für zu Hause ist es auch ganz einfach, da gibt es diesen Fingertrick. Wenn man jetzt hier oben drauf drückt, ist es durch. Also nach oben raus ist es roh, also mal ganz locker. Dann geht man weiter runter, dann geht es in den Medium-Bereich mit dem sogenannten Effenberg-Finger, sage ich jetzt mal. Und dann gehen wir weiter runter und desto weiter runter kommt, desto lockerer wird das Ganze und desto blutiger ist dann das Stück oder desto englischer ist dann das Stück. Das ist so der Fingertrick für zu Hause. Aber wir machen jetzt dazu noch leckere Bratkartoffeln zu unserem Rinderfilet, weil das braucht er jetzt entspannte 25 Minuten im Ofen. So, perfekte Bratkartoffeln. Also hier nehme ich am liebsten immer rohe Kartoffeln. Also die Kartoffeln, die schneiden wir in schöne Scheiben runter. Geben etwas Öl in die Pfanne. Die Kartoffeln, wie gesagt, rohe Kartoffeln sind das. Das werden sie schön knusprig. Und die lassen wir jetzt einfach hier schön in der Pfanne vor sich her brutzeln. Dann schneiden wir noch eine Schalotte in Streifen jetzt. So, unsere Kartoffeln sind jetzt goldgelb und jetzt geben wir die Speckwürfel hinzu und unsere Schalottenwürfel und ganz zum Schluss kommt nachher noch die fein gehackte Petersilie hinzu. So, die Zwiebeln, die zerfallen langsam, der Speck wird kross und jetzt holen wir unser Rinderfilet aus dem Ofen raus. Kurz auf ein Tuch geben. Wir geben etwas Öl in eine Pfanne. Dort drin wird das Rinderfilet von beiden Seiten nochmal jetzt erst angebraten. Wir haben es quasi roh in den Ofen geschoben und braten es jetzt erst an. Aber das kann man nicht nur mit dem Rinderfilet machen, das geht mit dem Kalbsfilet, das geht mit dem Kalbsrücken. Also verkehrt rum braten oder einfach anders braten, kann man mit jedem Stück Fleisch machen. So, jetzt geben wir zu unseren Bratkartoffelchen aus rohen Kartoffeln noch etwas Petersilie hinzu. Die verteilen wir dann ganz rustikal auf den Teller. Und jetzt holen wir unser Rinderfilet aus der Pfanne, würzen das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und jetzt können wir uns schon mal anschauen, was dabei rausgekommen ist. Schönes, saftiges. Ich weiß nicht, was mir dann in der Filet. Unser perfektes Rinderfilet.